stehe alleine in einem dunklen Raum. Ich kann nichts erkennen. Kühle Luft umweht mich und ich registriere, dass ich ein Nachthemd anhabe. Wo bin ich? Was mache ich hier? Der Boden ist kalt unter meinen nackten Füßen. Vorsichtig taste ich mich vor. Versuche mit meinen Händen irgendetwas zu erkennen. Ich habe Angst. Angst, irgendwo ins Nichts zu fallen oder über etwas zu stolpern. Das Geräusch meiner Füße verrät mir, dass ich über einen gefliesten Boden gehe. Angespannt versuchen meine Augen, die Dunkelheit zu durchbrechen, doch schaffen es nicht. Nach einer kurzen Weile, in der ich geradeaus gelaufen bin, stoßen meine Hände auf ein Hindernis. Es ist eine Wand. Gott sei Dank. Ich habe einen Anhaltspunkt. Scheinbar bin ich in einem Raum. Oder zumindest irgendwo, wo es einen sicheren Boden und eine Wand gibt. Langsam taste ich mich an dieser Wand entlang. Halte mich ganz nah dran. Meine Finger zittern und ich höre mein eigenes Herz so laut klopfen, dass ich das Gefühl habe, es wäre in meinen Ohren. Irgendwann ertasten meine Finger einen Knopf, ein Schalter. Es könnte vielleicht ein Lichtschalter sein? Licht. Ja, es muss ein Lichtschalter sein. Ich brauche Licht. Die Dunkelheit bedrückt mich. Hastig drücke ich den Schalter. Und eine einzelne, kleine Glühbirne erhellt irgendwo in dem Raum. Ich bin tatsächlich in einem Raum. 4 weiße Wände, eine weiße Decke, keine Farben, keine Bilder. Einfach nur ein weißer Raum. Der Boden erinnert mich an einen Krankenhausboden. Sterile, weiße Fliesen. Meine Augen gewöhnen sich an das Licht. Und ich erkenne mit jeder Sekunde etwas mehr. Der Boden ist nicht ganz sauber. Er ist leicht dunkel verfärbt, als wäre etwas draufgelaufen. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Es ist aber auf jeden Fall flüssig. Ich versuche, den Ursprung zu finden und erschrecke. Ein kleines, schwarzhaariges Mädchen, vielleicht etwa 8 Jahre alt, kniet mitten im Raum, den Rücken zu mir gewandt. Die langen Haare sind zerzaust. Sie trägt ebenfalls ein weißes Nachthemd. Doch ich kann erkennen, dass es rote Flecken hat. Blut? Das Mädchen blutet. Ich laufe zu ihr und umrunde sie. Da sie auf meine Fragen nicht antwortet, knie ich mich hin und versuche, in ihre Augen zu blicken. Die Haare hängen ihr ins Gesicht und gehen fast bis auf den Boden. Ich sehe ihre Hand nicht, da sie die unter ihren Haaren versteckt hat. Sie scheint leise zu summen. Eine unheimliche Mischung, wenn man bedenkt, wo wir sind. Ich versuche weiterhin auf sie einzureden, aber sie reagiert nicht. Ich streiche ihr sanft über den Kopf und rede ruhig auf sie ein. Ein Lächeln entschlüpft dem kleinen Geschöpf, das da so einsam in diesem seltsamen Raum kniet. Plötzlich fängt sie leise an, mit mir zu sprechen. Ich kann es kaum verstehen. Ich muss mich daher sehr anstrengen. Du hast es getan, flüstert sie. Ich hab's getan, fügt sie hinzu. Was getan? Frage ich und verfluche mich innerlich, dass ich nachgefragt habe. Ihre eine Hand taucht aus dem Gewirr von Haaren hervor und sie zeigt mit den Fingern auf einen Haufen in der Ecke. Dieser war vorher dort nicht gewesen, da bin ich sicher. Er ist recht groß und ich bemerke, dass das Blut von dort herkommt. Sie kichert und flüstert. Du hast sie alle ermordet. Ich hab sie alle ermordet, fügt sie wiederum hinzu. Mein Gehirn versucht, diese Worte zu verarbeiten,
Doch es geht nicht. Aus dem Augenwinkel sehe ich etwas aufblitzen und bemerke, dass das Mädchen ein blutverschmiertes Messer in ihren Händen hält. Du hast Mama und Papa ermordet. Ich habe Mama und Papa ermordet. Sie hebt den Kopf und zum ersten Mal sehe ich ihre Augen in meinen. Ein Schrei entfährt meiner Kehle und ich sitze plötzlich auf meinem Bett. Kein weißer Raum, kein Blut auf dem Boden, kein Mädchen mit einem Messer. Meine Eltern sind auch noch am Leben. Und doch habe ich Blut an meinen Händen. Es war nur ein Albtraum. Es war nur ein Albtraum. Und trotzdem schien er so real gewesen zu sein.